Das folgende Video könnte eventuell Spoiler der The Elder Scrolls Spiele oder Bücher enthalten. The Elder Scrolls History Folge 1 Lorcans Herz. Das heutige Thema dreht sich um das Herz von Lorcan, welches eine zentrale Rolle in Morrowind spielt. Doch es ist nicht nur ein wichtiges Element des Videospiels, sondern auch im ersten Roman, Die Höllenstadt, erfährt man, wie sehr das Schicksal der Insel Vardenfell mit dem Herz verbunden ist. Doch zuerst wollen wir klären, wer oder was Lorcan und sein sagenumwobenes Herz ist und wie es auf Tamriel gelangte. Lorcan war ein Ätherer und als Gott des Trugs und der Versuchung bekannt. Dieser überzeugte die anderen Götter davon, die Ebene der Sterblichen zu erschaffen. Dadurch destabilisierte sich der gegenwärtige Zustand von Mundus und brachte das Gefüge durcheinander. Mehr dazu im Buch Der Monomythos. Aus diesem Grund wurde sein Herz von den 8 Göttlichen herausgerissen und auf die Ebene der Sterblichen geworfen. Genauer gesagt auf Vardenfell, wodurch sich der Rote Berg bildete. Und dort blieb das Herz lange Zeit verborgen. Wie eingangs bereits erwähnt, stellt das Herz eine wichtige Rolle im dritten Teil der The Elder Scrolls Spiele dar. Dort muss es vom Protagonisten auch zerstört werden, weshalb im Folgenden in der Vergangenheitsform über das Herz gesprochen wird. Lorcans Herz war ein machtvolles Artefakt, welches von Kakrenak, einem Hohepriester des verschollenen Volkes der Dwemer, entdeckt wurde. Die unglaubliche Macht von Lorcans Herz konnte sogar einen sterblichen gottgleiche Kräfte verschaffen. Aus diesem Grund experimentierte Kakrenak mit dem Artefakt und wollte einen eigenen Gott namens Numidium mit Hilfe des Herzens erschaffen und somit seinem Volk Macht verleihen. Lord Worun Dargoth, später unter dem Namen Dargoth Ur bekannt, erzählte den Chimären, welche zu der Zeit der ersten Ära verbündet mit den Dwemern waren, von diesem Vorhaben. Daraufhin kam es kurze Zeit später zum Krieg zwischen den beiden Völkern, welcher als Krieg des Ersten Rates bekannt ist. In der Schlacht am Roten Berg versuchte Kakrenak mit selbst geschaffenen Werkzeugen das Numidium mit dem Herz zu aktivieren. Bei diesem Versuch verschwanden plötzlich alle Dwemer auf ganz Nirn spurlos. Dies ist bis heute eines der größten Mysterien aller Zeiten. Nach der Schlacht wurde Dargoth Ur selbst von Lorcans Herz verführt, sodass er es benutzte, um sich Macht zu verleihen. Der Shima-Fürst Induril Nerevar konnte ihn mit seinen Beratern Vivek, Sotasil und Almalexia besiegen und im Roten Berg verbannen. Dabei starb Nerevar, doch seine Berater missbrauchten nun auch die Macht des Herzens, wodurch sie später als Halbgötter den Tribunalstempel gründen würden. Eines Tages erstarkte das sechste Haus und Dargoth Urs Schreckensherrschaft begann. Dieser wollte ähnlich wie Kakrenak mit Lorcans Herz einen Gott erschaffen namens Akulakan. Der Nerevarine, die Reinkarnation von Induril Nerevar, konnte ihn allerdings aufhalten, indem er mit den Werkzeugen Kakrenaks das Herz endgültig zerstörte. Es existieren nicht viele Fakten, meist nur Legenden über das Herz von Lorcan. Zusätzlich gibt es in den Videospielen viele Bücher, die bewusst falsche Tatsachen wiedergeben. Hauptgrund dafür ist die Vorherrschaft des Tribunals in Morrowind. Um doch einige Beispiele mit größtenteils wahrem oder gut recherchiertem Inhalt zu nennen, bieten folgende Bücher fundiertes Wissen über Lorcans Herz und mehr. Die Schlacht am Roten Berg, etliche Bücher aus Viveks Privatbibliothek und diverse Erzählungen über Lorcan. Ich hoffe, euch hat diese neue Art von Video auf unserem Kanal gefallen. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr einen Like da lassen, hilft mir sehr. Falls ihr Fragen oder Vorschläge zum Thema der nächsten Folge habt, schreibt sie in die Kommentare, dann werde ich sie gerne beantworten.
Meine Quelle ist Tamriel Almanach, Link in der Beschreibung. Eine wunderbare Seite, um sich zu belesen, falls man mehr über die Geschichte von The Elder Scrolls erfahren möchte. Ebenso noch die The Elder Scrolls Romane und die Bücher im Spiel, welche man sich ebenfalls auf Tamriel Almanach durchlesen kann. Vielen Dank dafür. Die wundervolle Musik stammt von Erdenstern und wurde komponiert von Andreas Petersen. Falls ihr sie euch auch anhören wollt, habe ich ihre Seite ebenfalls verlinkt. Wenn ihr selber noch keine The Elder Scrolls Spiele gezockt habt, hoffe ich, dass ich hiermit euer Interesse geweckt habe. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge von The Elder Scrolls History.